Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wir wieder zurück bei Dirt Rally 2. Ja, in der Karriere. Das erste Event haben wir abgeschlossen. Wir konnten uns hier gnadenlos an die Weltspitze setzen. Mit nicht ganz so gnadenlos super Leistung, aber wir haben es geschafft. Und jetzt hier das zweite große Event. Wir gehen an den Start mit unserem wunderschönen Fahrzeug, dessen Namen ich vergessen habe. Ich würde ehrlich gesagt auch gern ein anderes Fahrzeug nehmen, aber das wird mir gar nicht angeboten. Ich weiß auch nicht wieso. Wir müssen die Karriere jetzt mit diesem Fahrzeug durchspielen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen uns damit abfinden. Glaube ich zumindest. Es geht wirklich nichts. Verstehe ich nicht. Wie dem auch sei, wir gehen wieder an den Start. Mal schauen, wie wir uns jetzt hier schlagen werden. So, jetzt sind wir natürlich schon drin, ne? Fanfare de France jetzt hier. Ha. 6 links über Kuppe. Ach, in 6 ja. Rechts täuscht. Und Abzweig links. Jetzt spoilert doch nicht alles direkt am Anfang. Warte mal. Dankeschön. Wir wollen natürlich wieder die perfekte Immersion. Handbremse. 5, 4. Und dann geht's los. 3, 2, 1. Los. Jawohl, perfekter Start. In langsam, 6 rechts. Okay, Leute, auf einen geilen Part, auf ein geiles Event. So, 30, mal rechts. 5 links lang, macht auf bis Kuppe. Okay. War schon mal ein scheiß Start, ne? Erste Kurve, super vergurkt. Wir sind dabei. Alter, die Staubwolken da hinten, das sieht ja richtig Kuppe nice lang, aus. Macht zu 4, macht so. Auf über Kuppe. Ich habe das Gefühl, ich muss ein bisschen die Klappe halten, damit ich hier erstmal wieder mitkriege, lang, wie die Strecke überhaupt aufgebaut ist. Können wir direkt wieder anfangen. Okay, Fanfare de France, jetzt heißt es nochmal Schnauze halten. Bisschen 5, die Strecke 4, verstehen. 3, 2, 1, los. Von links über Kuppe, in langsam, 6 rechts und Abzweig, 2 links. 30, 5 links lang, macht auf bis Kuppe. Das sieht so geil aus hier, diese Qualmeffekte. So, es tut mir leid, in dem Let's Play kann ich nicht so viel labern und nicht so ausgedingste Sätze bilden. Das geht nicht, ist einfach zu schwierig. Das Spiel, ich krieg die Kurve auch nicht, wenn ich weiß, dass sie kommt, Alter. Was ist das für eine Gurkenkurve? Himmel, Arsch und Zwirn. Ich weiß, was für eine Kurve kommt und krieg die Kurve nicht. 50. Okay, ey, die ist echt übel. Überhaupt diese abgefahrene Acker hier, da hätte man noch mal vorher mit dem Besen drüber gehen können. Ja, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen in Rage reden. So, 4 links lang ist doch meistens. Jetzt ist wieder ihre Kuppe voll. Ich weiß nicht, was Margret mir damit sagen will. Aber ihre Kuppe, damit hat sie es. So, Heavy 3. Macht auf über Kuppe. 30. Alter, qualmt das da vorne aus meinem. Aus dem Motorblockraum raus. Gibt es diesen Begriff? Motorblockraum? 4 rechts lang, macht zu 3, macht auf, sehr lang an Kreuzung. In 6 rechts. Boah, heftig, heftige Strecke. Wir sind 50, Achter. Achtung, 3 rechts über Kuppe, macht zu. In 2 so, 3 rechts über Kuppe, also mit Sprung. Macht auf, 30, 5 rechts lang über Kuppe. Jawohl. Ich frage mich wirklich, es gibt hier irgendwie bei Rallye jetzt 6 große Events. Voll mittig über Kuppe. Und ich konnte beim zweiten Event jetzt kein anderes Fahrzeug wählen, sondern es ging einfach direkt weiter, ob ich jetzt wirklich die ganze Zeit diese 6 Events dieses Fahrzeug nehmen muss. Das ist ja ein bisschen, ich möchte schon irgendwie auch ein anderes benutzen. In 3 rechts, macht zu. Holle, mach zu. Das ist nicht 3, das ist 4. In 3 links, in 4 rechts, macht auf, 30. So, okay. 3 rechts, lang 4. Oh, manchmal habe ich einen Knoten im Kopf, ey. Da denke ich dann immer, 4 ist heavy, aber 3 ist heavy. 4 rechts. Je kleiner die Zahl, desto heavier. So, das ist mit Ausrufezeichen, das heißt mit Sprung. Macht auf über Kuppe, 80. Okay. Ja, jetzt langsam habe ich es raus. Voll mittig über Kuppe. 100. Voll mittig über Kuppe. Das voll heißt einfach nur. Sprung. 50. 4 links. Mach zu. 30. So, links dann rüber. Aber 4 links ist auch kurz anbremsen. Mit dem Arsch Kuppe, hängen bleiben. In 4 rechts und irgendwie durchkommen. Kuppe. Funktioniert schon.
So, vier links, vier rechts. Vier ist auch. Vier ist auch nicht so einfach durchzukommen. In vier links lang Asphalt. Sehr schön. 50 links 6. Boah, die Strecke ist schwierig, weil in der Mitte so ein Huckel ist auf der Strecke. Die ist nicht so schön gerade. Macht auf über Kuppe in 5 links, macht auf. So, 5 links. 5, 5, 5 und 6 habe ich nur gehört. Alles gut eigentlich. So, rechts und 8. Oh. Engs und dann links volle Möhre, also langsam und Handbremse. In Don't Cut, 3 rechts. Jawohl. So, was war das hier? 3 mit Cut irgendwas. 50 Schotter. Cut in irgendwas. 4 links lang, macht zu 3 über Kuppe. Ah, da macht zu. In 4 rechts, Don't Cut, macht was auf. Heißt das? 4 voll mittig über Kuppe in 5 links. Don't Cut. Was in erzählt sie mir da? Lang, zu. Warum gibt es denn hier erstmal so eine Einführung? 100. Ich bin sowieso immer dafür, Learning by Doing, aber. Senke in 6 rechts. Oh, je, Senke. Achtung, 4 links, macht auf. Achtung, mit links ist wahrscheinlich mit Jump. 60. Oder mit Kuppel. In 5 links lang, macht auf, 30. 4 links, über Kuppe lang, macht zu. So, nehmen wir Achtung, mit. Don't Cut 3, über Brücke. Da ist es wieder. Auf jeden in Fall 3, was auch dazu gesagt wird. Egal. Gemacht. Nicht gut gemacht! Man kann es auch direkt vorm Ziel nochmal verkacken, ne? Boah! Die hat schon gut gemacht gesagt. Nicht gute Nacht. Nicht gute Nacht sagen. Ja, ich komme doch. Heinz. Das sollte für eine Bestzeit auf der WP reichen. Ja, natürlich reicht das für die Weltbestzeit, ist doch klar. Aber unser eigener Antrieb, unser eigener Ansporn ist es doch gerade, noch besser zu sein. So, komm her, nächstes Event, hau rein. Boah, schwierige Strecke auf jeden Fall. Definitiv noch schwieriger. Monaro, Australien. Monaro. Wie spricht man es aus? Ich weiß es nicht. Das ist dieselbe Strecke, nur rückwärts, oder? Monaro, Cape Pass. Monaro, Australien. Steht nur dasselbe nochmal da. Da könnte doch jetzt irgendwie Reverse oder sowas dabei stehen. Dann würde ich es wissen. Ich glaube, dass es nur nochmal rückwärts ist. Aber diesmal haben wir den schwierigen Part am Anfang. Hälfte der Strecke schwierig. Nach dem großen Waldstück geradeaus brettern. Dann geht es eigentlich wirklich geradeaus durch. Okay. Kriegen wir hin. Start 50, 2 links lang, macht auf über Kuppe in Brücke eng. Zwei links, warte mal, 2 links lang? Was hat er jetzt erzählt? Wer soll sich das denn merken? 5, 4, 3, 2, 1, los. 50, so, warte mal. Links. 2 links lang, ja, macht also auf, auf jeden über Fall Kuppe, erstmal heavy. Auf Brücke eng Asphalt. Aber direkt am Anfang eine heavy Kurve ist. Auf Bad Camber, 40. Boah. Okay, also Verjüngung und dann Brücke nach einer Heavy-Kurve ist auch übel. Achtung, macht zu über Brücke. Oh, 4 auf Schotter nach Brücke. 4 rechts über Kuppe in 6 links. 80. 6 links lang. So, 6 links. Sehr gut. Ja, das ist easy. 30. 5 links lang, macht zu 4. Alter, das ist mir zu viel Information. 5 rechts über Kuppe, 30. Ja, meine Nase juckt. Margret, juck mal bitte. Kratz mal bitte. Macht zu über Kuppe. Oh. 50 Asphalt. Kuppe. In 4 rechts. Macht auf über Kuppe. 30. 2 links. Macht zu. Don't cut. Okay. Was in ist das? Rechts. Macht auf über Brücke eng. 80. Ah, also anbremsen und in der Kurve mit dem Arsch noch ein bisschen rum mit der Handbremse manövrieren. Das ist der Trick. Jetzt machst du jetzt es unaufhaltsam. In 6 links lang über Kuppe. Ja, sag 1, Vollstoff. In 6 rechts lang, mach zu Cut auf Schotter. Okay, jetzt wird wieder schottrig. Macht auf über Kuppe, 30, 5 rechts. Oh, 5, 3 links. Okay, jetzt wird's wieder
In 5 rechts über Kurve macht Alter, das ist eine easy Kurve gewesen. Wie kann Van Vierde-Frans das verkacken? Er weiß es nicht. Es war eigentlich unmöglich, aber ich krieg's hin. Alter, das ist wieder dieser Buckel in der Mitte der Strecke. Was? Das ist wieder der Brustsprung. Okay. Kuppe 60, 4 rechts lang macht zu. In 4 links macht auf über Kuppe. In 4 rechts macht zu. In 5 links lang macht zu 2, Cut. Macht auf. 30, 6 links. Handbremse nachziehen. Jawohl. Lang. In 3 links lang. Macht zu, don't cut. In 4 rechts lang, macht auf über kleine Kuppe. 30. So, auf 4 rechts. 6 links lang, macht zu. Ah, man bräuchte macht irgendwie. Auf, über Kuppe voll. Ah, ich weiß auch nicht, was ich bräuchte. Eigentlich sehe ich es hier da unten. Ab der Hälfte der Strecke, dann wird es nochmal richtig schön. Dann wird gerade ausgebügelt, oder? Das hat man doch so in gesagt. 6 links. Aber dass es hier solche Abschnitte gibt, wo man zwischenzeitlich einfach mal ein kleines Posthäuschen ummietet, ich wusste es nicht. 2 links, macht auf, über Kuppe, 80. So, 2 links, noch mal heavy. Und jetzt. Okay, das wird heavy. Ganz scharf links. Wo ist es denn? Das war doch nicht die 2 hier, oder? Da kommt doch noch. Das war die 2. Das ist die 2. Macht auf, über Kuppe, sehr lang. Eieiei, da krieg ich den Arsch nicht rum. Achtung, langsam, 30, 5 links lang. Was sagt die mir da immer? Achtung, langsam. Ganz ehrlich, ich fahr so langsam, ich hab das Gefühl, ich bleib bei stehen. Auf, 50. Aber Margret hat eben einfach Angst, ne? Das ist ihr zweites Event hier bei Dirt Rally. Die weiß eben nicht, dass wir einfach schon Profis sind, dass wir die anderen Spiele schon durchgespielt haben. Margret, ey, du bist sicher bei mir. Kleine Kuppe voll, 150. Auch meine Gesichtsentgleisung, das hat nichts an meiner Professionalität damit zu tun. Langsam, 5 rechts lang, macht zu. Wieso langsam? Ach so, wegen 2. Okay, versteh's. Macht auf, 30 bergab. Das war die 2. 4 links lang, macht zu. So. Macht auf über Kuppe, 30 links halten. Was heißt macht auf? Lang, 30. Ist das vielleicht, was ich dann sehe, dass ich jetzt hier mehr Licht sehe? 5 rechts lang, langsam, 30 rechts Abzweig verdeckt. Abzweig verdeckt, okay, das ist hier die Dreier. In 5 links, macht auf, voll rechts. Zu schnell reingedonnert, ich bin ein Idiot. Wie viel schnell war ich denn da gerade? War ich doch gerade bei 30. 30 ist immer noch viel zu heavy. Macht auf, über Kuppe, in 3 links. Ey, volle Möhre links, eine volle Möhre links, es ist eine gleichbleibende Kurve. Und ich gebe kein Gas, ich rolle nur, die Karre kommt nicht rum. In 3 rechts. Scheiße, ey. Schön Zeit verborgen. Links. Warte mal, ich sehe auch mal die Sicht. Ganz ehrlich, auch nach diesem Let's Play werde ich natürlich nicht der beste Dirt Rally Spieler werden. Probier mal einfach mal ein bisschen rum. Aber wenn mir das Spiel wirklich so viel Spaß macht, wie es jetzt erstmal so den Anschein macht, überlege ich echt, mir ein großes Lenkrad zu holen. Also nicht ein großes, sondern einfach nur ein Lenkrad. Ein besonders großes LKW-Lenkrad. Denn damit spielen sich Rallye-Spiele am besten. Mit so richtig schön großen Schiffslenkrädern. Und so ein Rallye-Stuhl. Weil die Videos dazu, ey, das sieht so Gaudi-mäßig aus. Macht auf. 6 rechts über große Kuppe und Sprung maybe in 4 links. Alter, wie er aber auch ultra lahmarschig dann manchmal rutscht. Komm, ich komme nicht hoch. Kann bitte wer schieben oder mich zurücksetzen? Oh nein, Alter, hier war auf dem Berg hoch stehen geblieben mit der alten Karre, ey. Voll vergurkt. In 6 links. Ey, die Bäume sind wirklich die absolute Hölle hier. In sofort 3 rechts kurz. 80 bergab. Wow. 5 rechts über Kuppe. In 4 links. 80. Kuppe bergab. 5 links. Yo. Wird noch. Alles gut. Nix gut. Lügenschneise, Alter. Wenn ich bremse. Oh, Alter. Komm.
zurücksetzen, bitte. Komm, gib mir die Chance. 80, Kuppe bergab. Oh Mann, 50, ey, manchmal hast du das Gefühl, jetzt setz mich doch endlich zurück. Nee, 50, da wird erst noch in der Nase gebohrt von der PlayStation. Soll ich jetzt wirklich? Ja, natürlich, Alter, wenn ich da irgendwo im Abhang stehe und einen Rückwärtsgang reinsetze und es bewegt sich nichts, dann heißt es zurücksetzen, du Pfeife. So, jetzt kommt fokussiert ran. Es geht ja um diese Einzeletappen. Das Geile ist ja eben wirklich bei Rallye, wie ich es jetzt begriffen habe, dass diese Einzeletappen dort zählen. Das heißt, ein vergurktes kleines Streckenstück hat noch nicht das Ende zu bedeuten. In 5 links, langsam, 30, 1 links. Und ich muss wirklich vereinzelt mit der Handbremse nachjustieren. Das ist es. 3 links, mach zu über Kuppe. Oh, links! Himmelfurz und Leckgesülze! Was mache ich jetzt? Guckt euch das an, wie lang ich nach links lenke, wie lang ich nach links lenke und die Karre bleibt stehen, ehe mir das angeboten wird, dass ich mich zurücksetzen darf. Da wird nichts mal automatisch. Ach Gott, ey, dieses Waldstück. Ich dachte, das ist jetzt hier das Event, wo ich volle Möhre geradeaus brettern kann. Das ist jetzt das Streckenstück. Aber nein, das ist ja der absolute Scheiß hier. Okay, Achtung, 5 rechts. 50 bergab, 1 links, mach zu. Also sehr, sehr schwierige Strecke. Rechts lang, über Kuppe, mach zu, 2. Links, 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 ich fahre 60 km/h und rolle. Das muss einfach möglich sein. Da sind wir wieder bei diesen alten Vergleichen. Da kann ich mit dem Trabi langrollen, der schafft das. Wahrscheinlich von der Leistung her sogar besser. So, hab extrem viel Zeit verloren jetzt hier durch mein Gemecker. Es gibt natürlich extra Zeit für mich. Innen bleiben, über Kuppe und Sprung. In 3 links, mach zu, don't cut. Ach komm, hätte ja auch mal geil sein können, oder? Hätte ja auch mal, komm, setz mich zurück. Am besten ist wirklich, ach, das gibt Strafe. Jetzt sehe ich's. Also zurücksetzen gibt Strafe und zwar nicht zu knapp. 19 Sekunden, das ist natürlich heavy. Okay, da ist es ja wirklich manchmal besser, nochmal rückwärts reinzuziehen. Rechts! Handbremse rechts, Alter, die Karre macht gar nichts. In 5 links, sehr lang, mach zu. 4 über Kuppe. In 3 rechts, über Kuppe. 41 Sekunden, aber weil ich auch so oft hier irgendwo runtergefallen bin. 30, 5 links, don't cut. Boah, ey, die Strecke, die bringt mich wirklich schon jetzt ans Limit. Rechts macht auf, voll mittig übersprungen, links halten für 80, 5 rechts, macht zu. In 4 links lang, macht auf. 50. Hammermäßig, hammermäßig schwer. 80. 6 rechts, langsam, 40 mittig halten, über Kuppe. Ay, 6F, langsam. Keine Ahnung, was du mir erzählen willst, aber jetzt ist hier nichts mehr mit langsam. In 3 links, in 3 rechts über Kuppe, in 4 links. Das war langsam. Auf, 50. 6 links über Kuppe, 120. 6 links, 100. Voll rechts über großen Kuppe und Sprung. 50, Kuppe. Du sollst voll, Ziel sagen. 80, 6 rechts, Ziel gut gemacht. Ziel gut gemacht. Komm, wir schaffen es zu ihm. Gut gemacht. Ich hoffe, die Reifen sind in Ordnung. Sie hört sich schon so an, ne? So gut gemacht. Gut gemacht, Schwein. Das war nicht gut gemacht. Scheiße, 12. Platz. Das ist natürlich von der Zeit, haben wir jetzt sehr viel miese gemacht. Fuck the duck. Also das war wirklich gar nichts. Die Strecke ist aber auch sehr schwer. Muss ich echt sagen. Direkt am Anfang schon, du hast gesehen, eine Zweierkurve und danach eine Brücke, wie sich das einfach verjüngt. So, warte mal hier, schönes. Also, gleich am Anfang rechts, großer Bogen, wieder nach rechts, volle Möhre geradeaus und dann so zweites Drittel wird auch nochmal sehr, sehr knifflig. Okay, ich bin gespannt, bin wirklich sehr gespannt. Scheiße, wir dürfen nicht nochmal reparieren, oder was? Manchmal doch, wollte schon sagen. So, reparieren, alles was geht.
Wollen wir gar nicht überlegen, ne? Können die ruhig machen. Reifen müssen wir gucken. Reifen sind komplett verbraucht. Weich. Der für Schotteretappen entworfen wurde. Hat der es empfohlen, was soll ich was anderes nehmen? Ich könnte sagen, oh, ich nehme jetzt den extra speziellen Schotterreifen. 50, 6 links, 30 Abzweig rechts. Viel Glück. 30 Abzweig rechts. Verstehe ich nicht. Kann sie nicht gleich sagen, da kommt irgendwie eine schwierige Kurve nach rechts? 3, 2, 1. Go. Los. Okay. 50, 6 links, 30 da. Rechts Abzweig. In 3 links lang, macht auf über Kuppe. In 5 das meine ich hier, Abzweig. Das heißt 1er Kurve nach links. Das hat sie mir nicht verraten, ne? Okay, Leute, jetzt hier, jetzt wird nochmal richtig in abgeliefert. In 4 links. In 5 rechts. In 4 links, don't cut. In 3 rechts, mach zu. In 5 links lang, mach zu 4. Habe ich nicht mitgenommen, das Schild, oder? Das muss ich nicht zahlen. Das muss wer anders zahlen. 5 links lang. Boah. Ich würde mal sagen, war gar nicht so scheiße jetzt. Voll mittig übersprungen. Oh, Schande wieder Schotter. Voll mittig übersprungen. Und 3 rechts. 3 rechts ist heavy. 3 links lang, mach zu. 30. Kuppe und Sprung durch Tor, eng. In 4 rechts lang. Was? Macht auf, 80. So, jetzt kommt hier wieder der Knüppelwald. Kuppe sehr lang, 50. Aber das war jetzt erstmal der Abschnitt, wo ich volle Möhre durchbrettern kann, ne? Das war jetzt erstmal nichts Schlimmes. 6 rechts über Kuppe lang, mach zu. In 5 links lang, mach zu über Kuppe. Bisschen abbremsen, auch bei einer Viererkurve. Über Kuppe in 6 links lang. In Achtung, 5 rechts über Kuppe in Don't Cut, 2 links, mach zu eng. Sehr gut. In 6 rechts. Ui, was war denn das? Da habe ich irgendwas überfahren. So, volle Möhre links, egal. In 3 rechts eng lang. Komm! 30, Handbremse! Nicht zurücksetzen. Gibt zu viel Zeit. Eieieiei. Keiner dachte, er kommt da wieder 30. aus dem Dreck raus, gepult. Aber doch, er schafft es. Vollmittig übersprungen. Vollmittig auf jeden Fall. Also wirklich auf. Nicht zu großzügig sich zurücksetzen lassen. Eieiei. Sondern wirklich lieber den eigenen Weg über die über den Hügel finden. Es tut mir leid, ich kann echt kaum reden, weil es so anstrengend ist, nebenbei das da oben sehen, ihr noch zuzuhören und das umzusetzen, was ich gerne umsetzen möchte. In 5 links. Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist, das Spiel. Aber es ist sehr, sehr geil. Es ist wirklich sehr geil. In 4 rechts lang, macht auf. Über Kreuzung gerade. In 4 links, macht zu, über Kuppe. Was? Links? Rechts? In 5 rechts. 4 links ist wahrscheinlich das hier gemeint, oder? 5 links, 30. Okay. Links halten, übersprungen, in 6 rechts, 30. Und Zagomio. In mittig halten, über Kuppe, in 3 rechts, mach zu, über Kuppe. In 5 links. Oh. In 5 rechts, mittig, über Kuppe, 40. 3 links, über Kuppe, extra lang. 50. 5 rechts über Kuppe. In mittig halten, übersprungen. 30. Langsam. 6 rechts über Kuppe. In 1 links. In 2. 1 links ist das andere Ding. Oh, einmal aufgesetzt mit Marsch. Mach zu. Okay, schon über links 1. Okay, jetzt sind wir wieder. Jetzt cool bleiben. Boah, man ist. Uiuiui. Komm. Oh, Alter, was für ein Rennen, ey. Was für ein Rennen. Moin, Heinz, wir sind wieder da. Boah, was für ein Rennen, ey. Du warst gerade schneller in dieser Wertungsprüfung.
Vielen Dank, Margret. Vielen Dank. Alter Latz. So, Zwischenzeiten 1 und 4. Schadensmeldung, Karosserieschaden. Das geht ja sogar noch. Wir sind auf Platz 1. Mit einem guten Vorsprung, würde ich mal sagen. Nee, Platz 2. Aber guckt euch das an. Ganz knappe Nummer. Also da kann es definitiv noch einiges geben. Ich weiß leider nicht mehr, wie viele Rennen das waren jetzt hier bei diesem Event. So Leute, das war der heutige Part. Beim nächsten Mal geht's weiter bei Dirt Rally. Und das muss ich mir kurz einbringen, weil das sonst wieder weg ist. Rechts, großer Bogen, links und dann Wirrwarr. Bis zum nächsten Mal, euer von Fürde Franz. Ciao.